Es ist viel zu sumpfig für meinen Geschmack hier. Ein bisschen Licht, Magier. Wir haben Glück. Der Rauch und die Ablenkung im Draconia-Lager schützen uns. Ich denke, auch du wirst es nicht wagen, ein Licht zu entzünden. Ich kann kaum laufen. Der Magier fällt um. Pass auf. Ich halte dich. Ich hasse Sumpf. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als durchzuwarten. Am Horizont. Sturmwolken. Wir müssen uns beeilen. Die Zeit verrinnt. Es wird hier wieder zu tief. Ich werde auf keinen Fall schwimmen. Das musst du nicht. Dort vorne. Ruinen. Hey. Hier sind Inschriften. Das muss ich sehen. Beeil dich. Dafür habe ich Zeit, Ritter. Was sagen die Runenreißlin? Chirac. Die Sprache ist sehr alt. Sie rührt aus der Zeit vor der Umwälzung. Die herrliche Xaxaroth, dessen Schönheit dich umgibt, bezeugt das Gute ihrer Bewohner und ihrer ehrenhaften Taten. Die Götter belohnen uns mit der Gnade unserer Heimat. Entsetzlich. Die Götter haben sie in der Tat belohnt. Wir müssen weitergehen. Dulak. Die Nacht scheint jetzt noch finsterer. Überall Draconia-Spuren auf dem Boden. Draconia? Führen die Spuren in die Stadt? Ja. Ist es die Stadt, in der man dir den Stab übergeben hat? Und in der der Tod mit den schwarzen Flügeln lauert. Ich fürchte diesen Ort, ohne den Grund dafür zu erkennen. Flusswind, die Elfen haben ein Sprichwort. Nur die Toten haben keine Angst. Lasst uns endlich. Ich will den schwarzen Tod mit Flügeln treffen. Und Kenda. Ich kannte niemals zuvor einen Elfen. Mein Volk traut ihnen nicht. Angeblich kümmern sie sich weder um Krön noch um Menschen. Ich glaube, mein Volk irrt sich. Ich bin froh, dich kennengelernt zu haben, Tanis aus Qualinost. Auch du bist mein Freund, Flusswind. Goldmond ebenso. Bei den Barbarenstämmen bedeutet dieser Freundschaftsschwur Treue bis in den Tod. Ich weiß. Xaxaroth ist nicht mehr weit entfernt. Hier, eine Straße. Der Stadtrand. Wenn das hier das größte Geschenk der Götter an die Menschheit sein soll, dann ist es gut versteckt. Überall alte Statuen. Dort vorne ein Brunnen. Der Brunnen ist sehr tief. Boah, und stinkt fürchterlich. Das weiße Steingebäude dort vorne sieht unbehelligt aus. Es hat Goldtüren. Ein Tempel der alten Götter. Ein Tempel. Ich muss ihn aufsuchen. Neben diesen Gemäuern fühle ich mich wie ein junger Knochen. Was jetzt, Reislin? Ein Draconia. Schnappt ihn. Er wird andere warnen. Zu spät. Er ist in den Brunnen gesprungen. Ich kann nicht. Ich kann mich nicht konzentrieren. Ich kann nicht zaubern. Ich muss schlafen. Wir sind alle müde. Hoffen wir, dass dort unten nichts ist. Spürst du es nicht? Keiner von euch? Er muss etwas warnen. Etwas unvorstellbar Böses ist dabei, wach zu werden. Seht mal, der Draconia gleitet hinab wie ein Blatt. Sei still! Ich spüre es auch. Was ist es? Ja, was ist es? Holt ihn dort weg! Verschwindet! Was ist das für ein widerlicher Gestank? Lauft! Lauft! Lauft um euer Leben! Goldmond! Goldmond! Warum bleibt ihr stehen? Seid ihr verrückt? Sturm schnappte Tolpan und zerrte ihn vom Brunnen weg. Tanis und Flusswind waren plötzlich erstarrt wie vor Angst. Das Kreischen tönte immer heftiger. Tod mit schwarzen Flügeln. Dann nahm der Schrecken aus Flusswinds Albträumen wahrhaftige Gestalt an. Er erhob sich aus dem Brunnen. Flusswind schloss unwillkürlich seine Augen, um sich des Anblicks zu entziehen. Es war ein Drache. Wie schön. Der Drache erhebt sich immer mehr in die Luft. Endlich! Ich kann meine Beine wieder bewegen. Verschwinde auch du, Flusswind. Warum kann ich nichts mehr sehen? Der Drache hat einen Dunkelzauber gesprochen. Und was jetzt? Er wird uns angreifen. Ich sehe euch zwar nicht, Menschenwürmer. Doch ich wurde von meinen Dienern gewarnt, dass ihr mit dem blauen Kristallstab durch das Land zieht. Lord Verminat wünscht ihn zurück. Ich sehe ihn bei euch nicht, aber ich weiß, dass ihr daran Schuld tragt, dass er mir gestohlen wurde.
Drachenangst hat euch paralysiert. Und ich kann euch mit einem Schlag vernichten. Der Feuerodem des Drachen traf Flusswind, der als einziger wie angewurzelt stehen geblieben war, mit voller Wucht. Danach verschwand der Drache, in der Überzeugung, sein tödliches Werk vollbracht zu haben. Sein eigener Zauber jedoch hinderte ihn daran zu erkennen, welchem Irrtum er unterlag. Oh nein! Ich kann wieder sehen! Tanis, was ist? Bist du in Ordnung? Ja. Mögen die wahren Götter Gnade zeigen. Ihr lebt noch. Er hat die Hand bewegt. Bei den Göttern, bereitet dir mal Ende, Sturm! Hört auf! Goldmond, du solltest dir den Anblick ersparen. Bringt ihn zu mir. Meine Dame, es wäre besser... Gehorche ihr. Tragt ihn zu ihr. Reißt ihn! Es ist nicht unsere Aufgabe, dem Mann das Leben zu nehmen, Halbelf. Das ist Aufgabe der Götter. Wir müssen handeln. Der Drache kann jeden Moment zurückkehren. Bringt Flusswind in den Tempel. Lasst mich vorher allein mit Goldmond reden. Goldmond. Flusswind liegt im Sterben. Sein Fleisch und seine Kleidung sind verbrannt. Seine Augen nur noch brodelnde Flüssigkeit. Er stirbt. Du kannst nichts mehr für ihn tun. Nicht einmal der Star. Still, Tanis. Kommt in den Tempel und bringt Flusswind zu mir. Wie eine düstere Prozession schritten die Gefährten in den Tempel, wo Goldmond auf sie wartete. Sie trugen Flusswind mit sich, der mit einem Laken bedeckt war. Raistlin folgte ihnen, die Kapuze tief ins Gesicht gezogen, die Hände in den Ärmeln verborgen, als wäre er die Erscheinung des Todes höchstpersönlich. Entfernt das Laken. Das Laken ist kaum noch weiß. Meine Dame. Ich erweise euch gern den Gefallen, Tochter der Kreeshu. Raistlin! Mein Geliebter! Er lebt noch. Er beugt den Kopf zu ihr. Halt dein Kindermundwerk. Denkst du, der Stab hilft? Kantokane Sirakan. Goldmond legte Flusswind den heilenden Stab auf die Brust. Das blaue Licht wurde hell und gleißender, bis alle Gefährten völlig geblendet waren. Dann verlosch es und gab den Tempel an die Dunkelheit zurück. Nur von den Statuen glimmte noch ein magisches Leuchten. Geliebter. Ich traue meinen Augen nicht. Flusswind wurde geheilt. Bei den Göttern. Tief in der Stadt Xac-Zarot liegt unser Geschenk. Ihr habt seinen Bewacher bereits kennengelernt. Es ist der Drache Kisant, der den Menschen auch als Onyx bekannt ist. Woher weißt du das? Ich wurde in den Tempel geleitet. Lauscht meiner Geschichte. Goldmond, komm herein, Kind. Tiersong? Mutter? Bist du das? Du bist tot. Du hast viele traurige Jahre erlebt, Tochter. Und das ist nur der Anfang. Ich bin hier, in deinem Herzen. Gehe zu der Statue. Aber meine Freunde, Flusswind, etwas Böses lauert auf sie. Ein Drache erhebt sich. Lass mich meinen Freunden helfen. Ich habe den Stab. Es ist dunkel. Mutter, ich kann sie nicht mehr sehen. Das ist nicht fair. Nein! Nein! Das darf nicht wahr sein! Wir wollten uns nur lieben und jetzt bin ich allein. 30 und ohne Kinder. Mutter, sie haben mir alles genommen. Meine Jugend, mein Volk, meine einzige Liebe. Was bringt mir diese verfluchte Statue? Das ist Mishakal, die Göttin der Heilkunst, der ich diene. In ihren Händen fehlt ein Stab. Gib ihr ihr Eigentum zurück. Der Stab, er leuchtet, ich... Schäme dich nicht wegen deiner Zweifel. Du suchst die Wahrheit und hier wirst du sie finden. Die Götter haben sich von den Menschen nicht abgewandt.
sondern der Mensch. Krinn steht vor seiner größten Prüfung. Nicht nur die Götter des Guten wenden sich wieder den Menschen zu, sondern auch die Götter des Bösen haben sich Kleriker gesucht. Der Kampf um die Seele der Menschen hat begonnen. Die Königin der Finsternis ist zurückgekehrt und trachtet danach, sich wieder frei in diesem Land zu bewegen. Und mit ihr kamen die Drachen. Drachen? Um die Mächte der Finsternis zu bekämpfen, brauchst du die Wahrheit der Götter. Die Scheiben der Mishaka liegen unter Xak'Zarot, bewacht vom Drachen Kisat. Die bösen Götter fürchten die Scheiben und ihre Wahrheit. Nimm erneut den Stab und suche nach ihnen. Versteht ihr jetzt? Wir können hier in Ruhe rasten. Bedrückt saßen die Gefährten beieinander. Sie konnten nicht fassen, was sie alles erlebt hatten. Bis auf Tolpan, der bereits überall neugierig alles absuchte. Schau mal, was ich gefunden habe. Was ist das? Ein Helm? Gib mal her. Er passt perfekt. Und dieser Haarschweif. Es ist Pferdehaar. Schwachsinn. Das ist das Haar eines Greifen. Greif? Es gibt genauso viele Greife auf Krünn wie... Drachen? Wir sollten Wache halten. Heute braucht niemand Wache zu halten. Ihr seid sicher. Ich denke, wir sollten den alten Göttern trauen, die wir gefunden haben. Die Elfen haben sie niemals verloren. Und die Zwerge auch nicht. Reorx ist einer der alten Götter. Wir haben ihn vor der Umwälzung verehrt. Verehrt oder angeschrien? Als dein Volk sich in den Bergen eingeschlossen hat. Was? Werde nicht wütend. Die Elfen sind nicht besser. Wir kennen die Götter und huldigen ihnen, wie wir Tote ehren. Die Kleriker beider Völker sind vor langer Zeit verschwunden. Ich erinnere mich an die Geschichten der Göttin Mishakal. Ich erinnere mich auch an die Drachenlegenden. Kindergeschichten, würde Raistlin sagen. Anscheinend ist unsere Kindheit zurückgekehrt, um uns zu verfolgen. Oder uns zu retten. Wir haben heute zwei Wunder erlebt. Ein böses und ein gutes. Aber ich weiß nicht, ob ich deinen Glauben habe, Goldmund. Sturm ging durch den in Mondlicht getauchten Tempel und lehnte sich für einen Moment an die Statue Mishakals. Sofort fühlte er sich von einer süßen Friedlichkeit übermannt und nickte fast ein. Das ist nicht zu entschuldigen. Zur Strafe läufst du ein paar Runden, Sturmfeuerklinge. Was ist das? Ein Lied erklang. Sturm erkannte es sofort. Es war das Lied von Huma, das seine Mutter für ihn gesungen hatte. Er sah Bilder aus seiner Kindheit. Die Flucht aus Solamnia mit seiner Mutter und einem Gefolgsmann, der Solis nicht lebend erreichen sollte. Er spürte die feste Umarmung seiner Mutter. Schlafe, tapferer Ritter. Du wirst hier sicher sein. Sie schliefen in der Nacht einen tiefen, erholsamen Schlaf. Die Göttin wachte über sie. Der Schein von Raistlins Magierstab glühte hell und hielt die Dunkelheit fern. Sind alle auf? Auf und schon gefrühstückt. Du hättest die Umwälzung verschlafen können. Was ist denn das für ein komischer Geruch? Eine Erfindung des Magiers. Er hat irgendetwas zu Pulver zerstoßen und in seine Tasse gemischt. Getrunken hat er es aber erst, als es gestunken hat. Eklig. Er nennt es Tee. Was machst du, Raistlin? Zauber studieren.
Wir werden vielleicht gegen den Drachen kämpfen müssen. Vielleicht magst du mächtig sein, Magier. Aber Drachen sind uralt und verschlagen. So, ich bin fertig gerüstet. Der Rest von uns ist es auch. Lass uns aufbrechen. Goldmond führte sie, und schon bald erreichten sie eine sehr alte Treppe, die sich tief in die Dunkelheit hinabwand. Die zerfallenen Stufen waren mit modrigen Pflanzen und Pilzen übersät. Der Pfad der Toten. Was? So wird diese Treppe genannt. Woher bei Reox weißt du das? Ich habe einiges über die Stadt gelesen. Gut, dass wir jetzt davon erfahren. Weißt du sonst noch etwas? Ich weiß viel, Ritter. Während ihr euch mit Holzschwertern geprügelt habt, verbrachte ich meine Zeit mit Lernen. Ja, über Dinge, die dunkel und unheilvoll sind. Was ist wirklich hinter den Türen der Erzmagier passiert? Du hast doch diese wunderbaren Kräfte nicht einfach so gewonnen. Was hast du dafür geopfert? Deine Gesundheit oder deine Seele? Ich sah ihn gegen mächtige Magier und Kreaturen kämpfen. Sie zerstörten seinen Körper. Ich trug ihn sterbend von diesem Ort. Sei vorsichtig, was du sagst. Uns wurde verboten, darüber zu sprechen. Du kennst mich seit vielen Jahren, Sturmfeuerklinge. Und ich gebe dir mein Ehrenwort. Du kannst meinem Bruder vertrauen, so wie du mir vertraust. Ich entschuldige mich, Reistlin. Du solltest dankbar sein, einen solch loyalen Bruder zu haben. Oh, das bin ich. Kannst du uns führen? Früher, vor der Umwälzung. Die Bücher, die ich studiert habe, sind einige hundert Jahre alt. Die Stufen sollten zu der Ahnenhalle führen. Es sind die Grabkammern der Priester und Könige. Lasst uns weitergehen. Wir machen uns doch hier nur selbst Angst. Und woher kenne ich dieses Geräusch? Möchtest du, dass ich nachsehe? Geh. Juhu! Er wird alle Drakonier auf uns ziehen. Du weißt genauso gut wie ich. Eine Maus, die über einen Teppich flitzt, macht mehr Geräusche als ein Kender, wenn er unentdeckt bleiben will. Tolpan schaute sich um. Das Gewölbe hatte nach seiner Auffassung eher den Namen Halle des Zerfalls verdient. Ein riesiges Loch, aus dem weißer, fauliger Dunst emporstieg. Hastig kehrte er zurück, denn plötzlich huschten 10 oder 15 vierschrötige, schattenhafte Gestalten durch einen Torbogen. Was im Namen des Abgrundes war das? Auf jeden Fall keine Drakonier. Sie sind dorthin gegangen, wo das Quietschen herkommt. Und im Osten? Dem Geräusch nach zu urteilen, ein 300 Meter tiefer Wasserfall. Ich rieche etwas Vertrautes. Es riecht nach Tod. Schlimmer, Gossenzwerge. Ich bringe jeden Einzelnen um. Warte, bist du dir sicher? Todsicher. Dieses Pack hat mich 3 Jahre gefangen gehalten. Haben Sie? Darum habe ich dir nie erzählt, wo ich in den 5 Jahren geblieben bin. Ich habe Rache geschworen. Wartet. Warum sind Sie hier? Sklaven. Sie könnten uns helfen. Gossenzwerge! Du würdest diesen kleinen, dreckigen Biestern trauen? Nein. Aber allen Sklaven ist gemein, dass sie ihre Herren stürzen wollen. Fein. Geht mit euren neuen Freunden. Ohne mich. Sie werden euch helfen. In die Schnauze des Drachen werden sie euch helfen. Tanis, Flint kann ein unglaublicher Sturkopf sein. Ich weiß nicht, ob wir ihn jetzt überzeugen können. Es sieht nicht gut aus. Ich weiß nicht. Schade, dass Flint nicht hier bleibt. Wer hält uns dann diesen Abschaum vom Leib? Sturm nehme ich an. Sturm? Der niemandem einen Dolch in den Rücken stoßen kann? Ihr braucht jemanden, der diese Brut kennt. Ich vermute, du hast recht. Du musst wohl mit uns kommen. Und ob. Kommt ihr endlich? Gossenzwerge. Sie dürfen keinen Alarm geben. Halte sie auf. Halt! Halt! Sie sind einfach um dich herumgerannt. Was denkt ihr, geht da vor sich? Sehen die alle so dreckig und zerlumpt aus? Überall auf ihrem Körper sind Wunden. Und sie haben den Verstand eines Türgriffs. Stehen diese kleinen Burschen in einer Reihe? Das werden wir herausfinden. Überlass das mir.
Wir sollten lieber mitkommen. Sicher. Bleibt aber hinter mir. Die meisten Gräber wurden geplündert. Diese ganze Brut hat uns bemerkt und schaut uns an. Wie ist dein Plan, Magier? Seht meine Goldmünze. Oh! Was hat er mit diesem alten Taschentrick vor? Er wird die Münze in die Luft werfen, dann verschwindet sie und wird in seiner Hand sein. Denkt er damit, jemanden zu begeistern? Und weg ist sie. Die Gossenzwerge umringen ihn, als wäre er ein Held. Was hat er vor? Su Gangus Moipar, Ast Akalur Kalipar. Was war das gerade? Ich habe sie mit einem Freundschaftszauber versehen. Sturm und Tanis warfen sich beunruhigte Blicke zu. Sie wussten, dass Raistlin diesen Zauber auch jederzeit auf sie wirken konnte. Nach wenigen Momenten erschien ein weiterer Trupp Gossenzwerge. Was ist hier los? Dächtig Freund. Unser Freund. Und jetzt erzählt mir, meine Freunde, wohin führt dieser Korridor? Korridor führt dieser Weg. Nein, er führt diesen Weg. Du! Das ist lächerlich. Sie alarmieren die Patronen. Jetzt nicht mehr. Diese Gossenzwergin hat einfach die beiden Köpfe zusammengeschlagen. Die anderen Gossenzwerge, die nur anfeuernd um die beiden Streithälse herumstanden, verstummten augenblicklich. Die Streitschlichterin hatte eine dicke Knollennase und ihre zerzausten Haare standen wild ab. Sie trug ein zerlumptes Flickenkleid, dicke Schuhe und Strümpfe, die an den Knöcheln zerrissen waren. Sie scheinen vor ihr Respekt zu haben. Vermutlich liegt das auch an ihrem großen Beutel über ihren Schultern. Korridor führt zu großen Herren. Danke, meine Kleine. Tantago Musala. Wie viele Herren? Einer, also zwei. Die Götter mögen uns helfen. Das kann alles heißen. Psst! Was ist das? Peitsche! Herren sind sauer. Was macht ihr für die Herren? Du folgen, ich dir zeigen. Sie tragen Raistlin. Ihm hinterher. Warum halten wir an? Wir nicht an Reihe. Was werden wir machen, wenn wir an der Reihe sind? Unten gehen. Wie heißt du? Bupu. Nun, Bupu, weißt du, wo die Höhle des Drachen ist? Drache? Du willst Drache? Nein, nur die Höhle, Kleine. Oh, weiß nicht. Ah, ich weiß. Bringe dich zu Großbulb, dem Großen. Oh, wir sind dran. Warte, ich muss mich mit meinen Freunden absprechen. Dieser Großbulb ist vermutlich der Anführer der Sippe. Wenn er so intelligent ist wie dieses Pack, wird er nicht einmal wissen, wo seine Waschschüssel ist. Geschweige denn der Drache. Wir sollten den Großbulb aufsuchen. Wenn wir wenigstens wissen, was dieses Auf und Ab und das Quietschen zu bedeuten hat. Ich weiß es. Es ist ein Aufzug, wie in den Minen der Zwerge. Sie verwenden einen gigantischen Schweinefetttopf. Wenn die Peitsche schwingt, springen die Gossenzwerge in den Topf. Das Gewicht bringt den Topf zum Sinken. Die Kette zieht über das Rad einen anderen Topf herauf. Große Herren. Topf voll mit großen Herren. Voll mit Drakoniern. Kommen nicht her. Gehen den Weg. Wie viele Herren? Zwei. Es sind vier. Beeilen, sonst Herren böse. Wir nutzen die Gelegenheit. Die Gossenzwerge sollen einfach rennen und wir überwältigen die Herren. Ja, ihr werdet gehen. Springt aber in den Aufzug nicht hinein. Du uns nicht sagen können. Raistlin. Macht, was er sagt. Wir werden sehen, wer wem die Füße abhackt. Das lustig werden. Heißer Dampf stieg aus den zwei Löchern im Fußboden empor und wirbelte umher. Zwischen den beiden Löchern lag ein gigantisches Rad, um das eine schwere Kette lief. Ein übergroßer, schwarzer Eisentopf hing an der Kette über einem der Löcher.
Das andere Ende der Kette verschwand in dem anderen Loch. Vier Drakonier in Rüstungen, von denen zwei Lederpeitschen schwangen und mit Krummsäbeln bewaffnet waren, standen um den Topf. Sie waren nur für kurze Zeit sichtbar und verschwanden anschließend wieder im Nebel. Ihr lausiges Zwergenungeziefer! Was macht ihr da? Steigt sofort in den Topf, bevor ich euch das dreckige Fleisch von den Körpern schlage! Ich... Schlagt ihm die Köpfe auf! Haltet die zwei auf! Sie holen Verstärkung! Falsch! Die Verstärkung ist schon im zweiten Topf unterwegs. Ungefähr 20. Juhu! Ramon, du Narr! Geh weg! Muss aber am Rand stehen. Gucken, warum Krieger den anderen in den Topf nachgesprungen ist. Treu dem Prinzip, den Feind nicht entkommen zu lassen. Dieser Narr. Wie schmeckt dir das? Ich folge ihm. Sturm! Er lässt sich die Kette hinab! Jetzt haben wir schon zwei verloren. Haltet die andere Kette auf. Sie bringt die Drakonier zu uns nach oben. Flint, komm du mit mir. Flusswind, bewache Goldmond und Reislin. Ich reiße dir die Augen aus. Diesen Schlag siehst du nur noch Sterne. Wie schmeckt dir mein Stiefel? Danke. Es lässt sich hier schlecht mit Waffen kämpfen. Zu eng. Wir müssen sie töten. Sie erholen sich zu schnell. Hilf mir. Der Drakonier hier hat nicht genug. Platz da. Hier komme ich! Dieser verrückte Zwerg! Warte hier, Tolpan! Ich helfe den anderen! Tannis! Okay, dann hänge ich eben an der Kette. Ich habe noch einen Stein in der Tasche, den ich den Drakoniern auf den Kopf werfen kann. Der Topf mit den Drakoniern kommt immer näher. Das Gewicht der anderen beschleunigt das nur. Keine Sorge. Es ist nicht besonders schwer, diesen Mechanismus zu durchschauen. Wir müssen einfach einen Widerstand in das Zahnrad legen. Dein Stab wird brechen. Der Stab des Mannes bricht nicht. Es klappt. Das beste Theater seit langer Zeit. Ich habe die beste Zeit meines Lebens. Guten Flug. Nur noch einer dieses Abschaums übrig. Problem erledigt. Sauberer Durchstoß. Der Drakonier verwandelt sich zu Stein. Und wir fahren weiter in die Tiefe. Sie müssen den Mechanismus aufgehalten haben. Hannes! Sieh mal, Nachbar! Direkt neben uns! Die Drakonier! Wenn das der Großwolf gehen könnte! Lass sie nicht in den Topf! Karamon, du bist verletzt! Nur ein Kratzer! Holt uns wieder hoch! Wir schaffen das unmöglich! Wir müssen den anderen helfen! Kommt her, meine Freunde! Die Herren wollen mir wehtun. Böse Herren! Sie wagen es? Aber ihr könnt mir helfen. Ihr könnt sie aufhalten. Wir? Das Einzige, was ihr machen müsst, ist, an diese Kette zu sprengen. Ja! Jetzt nur noch meinen Stab entfernen? Die Kleine hängt immer noch an deiner Robe. Sie scheint dich zu mögen. Ich dich nicht verlassen. Es wirkt. Die anderen kommen. Seid ihr in Ordnung? Tannis ist verletzt. Ach, nur eine Beule. So kommen wir nicht nach unten. Nein, geht nicht nach unten. Ich kenne einen anderen Weg zu Großwulf. Guter Weg. Geheimer Weg. Keine Herren. Ich lasse Herren dich nicht kriegen. Wir haben keine andere Wahl. Los, ihr nach. Psst. Hört mal. Ich wusste es doch. Dieser Gossenzwerg führt uns direkt zu diesen Echsen. Sicher? Schau sie dir an. Sie steht vor einer Mauer. Öffne, öffne, öffne. Der Zugang in die Dunkelheit öffnet sich. Und die Drakonier kommen immer näher. Reislin, Licht. Es muss sein. Shirak. Die Drakonier werden bald hier sein. Wir müssen uns beeilen. Kleine, wie hast du das gemacht? Magie. Hier, du sehen. Die tote Ratte hat damit nichts zu tun. Es war ein Geheimschalter am Boden. Magie! Der einzige Ausgang aus dem Raum ist eine Röhre. Die ist nicht gerade breit. Dann nimm etwas ab. Herren können nicht folgen. Stimmt. Zumindest nicht mit ihren Flügeln. Und wir können kein Schwert schwingen. Ich weiß wirklich nicht, ob ich da durchpasse. Mach dir keine Sorgen. Der Schleim ist so dick, dass du wie ein eingefettetes Schwein durchrutschen wirst. Ich zuerst. Ich passe nicht durch. Leg dich flach hin.
Das ist krankhaft. Ich hoffe, das ist dir klar. Das Normale hat aufgehört, als wir Tika in die Küche vom Wirtshaus folgten. Das ist nur allzu wahr. Das sind Arme des Abgrundes. Wow. Sind das weiße Giftwolken? Kommt, kommt hier lang. Anscheinend nicht. Wo ist Tolpan? Muss ich sterben? Ich bin über und über weiß. Was ist das? Sieh dir die Säcke an, dann weißt du es. Du musst nicht sterben, Tolpan. Mehl! Es ist Mehl! Die Nacht der Umwälzung war für die Stadt Xaxaroth eine Nacht des Entsetzens gewesen. Als das glühende Gebirge auf Krinn niederging, wurde das Land in zwei Hälften gespalten. Die uralte und wunderschöne Stadt Xaxaroth stürzte an einer Felswand hinunter in eine riesige Höhle. Daher war sie nicht mehr sichtbar und die meisten Leute glaubten, dass die Stadt völlig verschwunden war. Vom Neumeer verschlungen. Aber sie existierte und die Gefährten befanden sich gerade in einer alten Bäckerei. Die Straßen der Stadt waren überflutet und mündeten alle in einen tiefen Wasserfall. Alles voller Schleim. Nur Gossenzwerge können so leben. Wo finden wir den Großbolg? Upu sagt, wir finden ihn an der Westseite der Höhle. Wer lebt in den intakten Häusern unter uns? Herren. Wie viele? Eins und eins und eins und... Oh, keine Finger mehr. Also nur zwei. Oh, das könnte also alles zwischen 200 und 2000 sein. Und wie kommen wir zum Großwub? Großbulb! Von mir aus. Wie kommen wir zu ihm? Herren gehen hoch, wir runter an Schlingpflanzen. Eine gute Idee. Die Drakonier glauben, wir sitzen in der Falle. Sie werden oben nach uns überall suchen. Ich habe schon unangenehmere Klettereien erlebt. Mir gefällt das nicht. Aber besser als in der Kloake rumzutauchen. Los geht's! Können wir aber schnell klettern können. Und du? Keine Sorge. Fetterfall. Ah, nicht runterspringen! Keine Sorge. Der Magier, hä? Wirklich? Ich kann nicht. Es geht schon in Ordnung. Einfach nicht nach unten schauen. Es muss einen anderen Weg geben. Wo liegt das Problem? Sie hat Höhenangst. Wie kannst du ihm das sagen? Warum nicht? Er ist keiner von unserem Stamm. Er kann ruhig sehen, dass auch du nur ein Mensch bist. Mit Fehlern und Schwächen. Binde mir den Stab auf den Rücken. Goldmond. Er meinte nicht... Schweig! Binde mir den Stab auf den Rücken. Ich werde klettern. Sie hat sehr viel Angst und geht dennoch. Du hast eine stolze Frau. Ja, das macht es nicht einfacher. Endlich sind alle unten angekommen. Wohin jetzt? Der Nebel ist so dick, ich kann außer einigen Säulen nichts erkennen. Großer Platz dort. Warte! Mich loslassen! Tut mir leid. Ist der Drache hier unten? Du willst Drache? Nein! Warum du fragen? Mach dir nichts draus. Geh weiter. Endlich lichtet sich der Nebel. Dort vorne, der Königspalast. Siehst du nicht? Du siehst. Da, Drache. Du willst? Ich kann deinem Bericht keinen Glauben schenken. Ich habe die Fremden mit meinem Atem vernichtet. Und jetzt sollen sie sogar in der Stadt sein. Bist du sicher, dass sie hinaufgingen? Ja, es gibt keinen Weg nach unten. Nur mit dem Aufzug. Es gibt andere Wege, Exe.
Diese widerlichen Gossenzwerge kriechen schließlich auch hier überall herum. Die Fremden haben den Stab. Das kann nur bedeuten, sie sind hinter dem Scheibenleer. Dieser elende Stab. Renninat hätte das mit seinen klerikalen Kräften voraussehen müssen. Aber nein, er ist mit seinem Krieg beschäftigt. Du könntest die Scheiben zerstören. Dummkopf, das haben wir versucht. Es ist zu gefährlich, länger hier zu bleiben. Ich werde nach Pax-Tarkas aufbrechen. Sollen wir Lord Verminar informieren? Wir werden die Eindringlinge sicher finden. Vielleicht könnt ihr euch doch noch nützlich erweisen. Findet sie. Und fangt sie lebend. Passt auf den Stab auf. Danke, Herr. Sie wirken nicht gerade besorgt. Nein, Sie glauben, Sie haben uns. Machen wir uns nichts vor. Sie haben recht. Unser Plan hat einen Haken. Selbst wenn wir an dem Drachen vorbeikommen, müssen wir noch durch eine Draconia-verseuchte Stadt. Ich habe dich zuvor gefragt und ich frage erneut. Hast du einen besseren Plan? Ich möchte nicht respektlos erscheinen, Tannis. Ich habe einen besseren Plan. Wir töten den Drachen. Ein guter Plan. Mein lieber Bruder, deine Stärke liegt in deinem Schwertarm, nicht in deinem Verstand. Du hast die Wirkung seines tödlichen Atems gesehen. Kennst du die Größe seiner Krallen, die Wucht seines Schwanzes oder seiner Magie, die dich in Sekunden vernichten kann? Ihr seid gut beraten, auf den Halbelf zu hören. Ist ja schon gut. Ich kenne nur Kindergeschichten über Drachen. Woher soll ich wissen, wie gefährlich sie sind? In Solamnia gibt es viele Legenden über Drachen. Sturm will den Drachen auch bekämpfen, um seinem Held Huma nachzueifern. Folgt mir! Bei Großbulb sind wir in Sicherheit. Kein Drache! Ja, vermutlich, weil der Gestank selbst dem Drachen zu viel ist. Wir haben keine andere Wahl. Bupu führte die Gruppe zu den dreckigsten Gassen, die sie jemals erblickt hatten. Die Häuser fielen nach vorn und hielten sich gerade noch wie Betrunkene aufrecht. Kleine Gossenzwergkinder jagten Ratten, um sich ein Abendessen zu fangen. Hinter der Gruppe erschien eine riesige Schar von Gossenzwergen. Hinterhalt! Hilfe! Du, sie aufhören! Oder nicht, Großbulb! Halte dein Schwert zurück, bis du ebenbürtige Widersacher gefunden hast, Ritter. Ich wünschte, ich könnte dein Spiel durchschauen, Magier. Du warst so versessen darauf, in diese Stadt zu kommen, schon bevor wir von den Scheiben erfuhren. Warum? Auf was bist du aus? Er wird dich nicht mehr belästigen, Kleine. Wir hier! Das Geheimtür! Das ist eine Wand! Ich klopfe, Kotklopf! Lasst uns rein! Kotklopf fünfmal. Ich klopfe fünfmal! Du hast sechsmal geklopft. Nein, sie achtmal geklopft. Ich klopfe viermal! Lasst uns herein! Ist ja schon gut. Im Vertrauen, das waren keine viermal. Wir Großbulb sehen wollen! Wen du da mitgebracht? Eine Armee von Riesen rettet den Großbulb. Wo sind wir hier nur hineingeraten? Großbulb Futsch, der Erste, war ein Gossenzwerg unter Gossenzwergen. Er war beinahe intelligent, ein notorischer Feigling und einst märchenhaft reich. Nur hatte er großes Pech. Eine Armee von Riesen drang in sein Reich ein. Seine Wachen flohen und er hatte keine andere Wahl, als sich unter seinem Bett zu verstecken.
warum ich? Erst Drache und Echsen uns arbeiten lassen. Arbeiten! Großmull! Das Zeiten waren, als ich in Höhle von Drachen dort hübsche Steine geklaut. Warum Drachen nicht einfach weg? Großbulb, unter Bett hervorkommen. Gäste haben. Keine Lust, von Riesen verspeist zu werden. Keine Riesen. Nette Leute, komm. Was? Vielleicht Helden? Ja, gegen Echsen kämpfen. Wirklich? Du, jetzt unter Bett rauskommen. Ja, bringe Helden zu Thronsaal. Ich darf warten. Ich glaube es nicht. Träume werden wahr. Die Gefährten versammelten sich im Thronsaal. Der Großbulb erwartete ehrfürchtige Blicke von den Ankömmlingen und er wurde nicht enttäuscht. Vermutlich selten hatten die Gossenzwerge aus der Ahnenhalle eine solche Pracht gesehen. Die Gefährten auf der anderen Seite staunten vor schierer Verwunderung und waren nah daran, in Gelächter auszubrechen. Bei Reox, selbst in meiner Verwandtschaft habe ich so etwas Geschmackloses nicht gesehen. Psst. Die Philosophie ist offensichtlich, ja? Wenn ein Meter goldener Teppich gut ist, dann sind 20 Meter besser. Und Statuen sind was Edles. Deswegen haben sie also damit den Raum vollgestellt. Du musst den Blick nicht beschämt abwenden. Die Statuen sind aber lebensecht bemalt. Und sie sind weiblich und sehr detailliert dargestellt. Das regt dich auf? Sie haben Wandteppiche, auf denen sie Huma rosa angemalt haben und die Drachen violett. Wir sind nicht hier, um über Geschmack zu streiten. Ihr habt euch genug in meinem Reichtum gesonnt. Ihr seid also hier, um Drachen zu töten. Nein, so ist es nicht. Aha, ihr also Drachen erschlagen. Auch okay. Oh, ehrenwerter Großbulb. Wir sind hier, um aus dem Hort des Drachen heilige Gegenstände zu retten. Wir möchten unbemerkt aus dem Hort fliehen. Wir möchten keinen Ärger machen. Ihr habt Schwerter, ihr Riesen, ihr Drachen töten. Nein, wir werden dir schöne Steine mitbringen. Hm. Wie ich euch trauen können, für mich klar. Das Lügner und Diebe, nicht die Helden, die ich brauche. Was wollt ihr von Großbulb? Wir haben von ihr, Bupu, gehört, du kannst uns zum Drachen führen. Führen? Ich nicht führen. Großbulb nicht entbehrlich. Leute brauchen mich. Eine Karte ist ausreichend. Karte? Großbulb Fatsch, der erste haben Karte. Du warten im Wartesaal. Esst, trinkt, wartet, ich bringen lassen euch. Danke. Du bringen Riesendummköpfen Karte von Großbulb. Und du wirst zu Drachen gehen. Richte in Grüße von Großbulb Fatsch dem Ersten aus und erzähle ihm Folgendes. Ich traue diesem kleinen Bastard nicht über den Weg. Ja, ich auch nicht. Wir sollten die kurze Pause nutzen. Wir müssen reden. Ist das ein Befehl? Ja, vergib mir. Ich habe dich niemals solche Worte sagen hören. Ich habe noch nie so etwas gesagt. Geliebter, ich bin so traurig, dass du nach Hause gekommen bist. Und nicht mehr Goldmond, sondern die Tochter des Stammeshäuptlings vorgefunden hast. Aber ich hatte so viel Angst. Nein. Ich bin es, der um Vergebung bitten muss. Mir war nicht klar, was du durchgemacht hast. Ich habe nur an meine Gefahren gedacht, nicht an deine. Hättest du mir nur davon erzählt. Hättest du mich nur gefragt. Ich habe mich in die Tochter des Stammeshäuptlings verliebt. Und ich möchte, dass du so bleibst. Erinnerst du dich?
auf den Festspielen. Du hast dich geweigert, dich vor mir zu verbeugen. Du hast die Führerschaft meines Vaters anerkannt, mich aber nicht als Göttin. Andere Menschen können aus Menschen keine Götter machen. Wie groß und stolz du warst, wie du von den alten Göttern erzählt hast, die für mich damals nicht existierten. Wie wütend du warst, wie wunderschön. Du wolltest mich aus den Spielen ausschließen. Du dachtest, das wäre, weil du mich vor meinem Volk beschämt hast. Aber das war es nicht. Was war es dann, Tochter des Stammeshäuptlings? Ich war zornig, weil ich wusste, dass ein Teil für immer verloren war an dich. An dem Tag, an dem du dich geweigert hast, vor mir auf die Knie zu fallen, wusste ich, dass ich nie wieder ein Ganzes ohne dich sein könnte. Lass uns nach vorne blicken, Goldmond. Hier, die Karte! Richte dem Großbulb unseren Dank aus. Seine Majestät, der Großbulb! Ich hätte es wissen müssen. Sieh, die Karte. Was ist auf der Karte? Eine verschnörkelte Linie. Ja. Und am Ende steht geheimer Raum. Darum ist er nie zur Kammer zurückgekehrt. Er weiß nicht, wo sie ist. Aber wir haben jemanden, der es weiß. Nicht wahr, Bupu? Ja. Bringst du uns dorthin? Ja. Gib Karte. Komm, Karamon. Ich muss unter vier Augen mit dir sprechen. Bleibt es bei unserem Plan? Ja, doch gefällt er mir nicht. Ich sollte mit dir gehen. Unsinn! Du würdest mir nur im Weg stehen. Außerdem gibt es etwas in der Höhle des Drachen, was du mir mitbringen musst. Was ist es? Ein Zauberbuch. Also darum wolltest du unbedingt nach Zaxaroth. Ich las vor Jahren darüber. Ich wusste, dass es vor der Umwälzung in Zaxaroth war. Alle aus meinem Orden wussten es. Als ich erfuhr, dass Zaxaroth nicht zerstört wurde, war mir klar, dass das Buch auch existieren könnte. Wie sieht es aus? Ähnlich meinem. Nur nachtblaues Leder mit silbernen Runen. Was bedeuten sie? Das willst du nicht wissen. Wem gehörte das Buch? Du hast nie von ihm gehört. Sein Name war Fistan Dantilus. Trug er die schwarze Robe? Frag nicht weiter. Du bist genauso schlecht wie die anderen. Ihr versteht mich nicht. Du musst es holen. Du musst es holen. Du musst... Heißt, sicher. Gut. Hervorragend, Karamon. Lass mich etwas ausruhen. Ich muss mich vorbereiten. Was war denn los mit deinem Bruder? Nichts. Was ist, Karamon? Ich sehe dir die Sorge an. Raistlin will nicht, dass ich ihn begleite. Ich würde ihm im Weg stehen. Er hat recht. Raistlin wird nicht in Gefahr geraten. Bupu ist mit ihm. Er muss nur mit seiner Magie ein Feuerwerk heraufbeschwören und... Der Drache ist abgelenkt. Sicher. Seid ihr alle bereit? Ja. Also, wir werden bis 500 zählen, dann gehen wir los. Das markierte Gebäude ist eine Falltür in einem nicht weit entfernten Gebäude, wie unsere kleine Freundin sagt. Von dort führt ein Tunnel bis zur Höhle des Drachen. Mach dein Ablenkungsmanöver. Wir treffen uns hier und geben dem Großbulb seinen Schatz. Dann verschwinden wir. Ich verstehe. Ich wünschte, ich würde dich auch verstehen. Ich wünschte, ich wüsste, was in dir vorgeht, Magier. Irgendetwas stimmt hier nicht. Warum, du meinst? Keine Gossenzwerge, kein Laut. Wir müssen uns beeilen. Raistlin und Bupu begaben sich auf den vereinbarten Platz. Sie bemerkten nicht, dass sie von zwei Gestalten in Rüstungen verfolgt wurden.
ist es? Es ist dunkel. Wir brauchen Licht. Bier, Tannis. Danke. Ich sehe es. In der Mitte des Raumes ist die Falltür. Karamon. Das schaffe ich. Wenn es Gossenzwerge schaffen, ist es für mich eine Leichtigkeit. Und Bubu sagte, sie kommen hierher zur Trockenzeit. Du wolltest nicht das ganze Neumeer mit der Tür heben, oder? Warum sagst du das nicht gleich? Dann soll der Ochse sein Glück versuchen. Die Tür ist offen. Die Gefährten kletterten durch die Tunnel, bis sie an einer Eisenleiter ankamen, die in die Drachenhöhle führte. Wie weit sind wir? 497, 498, 499, 500. Endlich. Was ist mit dem Ablenkungsmanöver? Wir haben nichts gehört. Vermutlich hören wir hier unten nichts. Weißblind wird durchkommen. Macht euch keine Sorgen. Löscht die Fackeln und klettert jetzt die Leiter nach oben. Ich klettere hoch. In Windeseile kletterte Tolpan die Leiter empor. An ihrem Ende befand sich ein eisernes Gitter. In Sekundenschnelle hatte der Kender die Verriegelung geöffnet, schob das Gitter lautlos beiseite und spähte hinaus. Eine plötzliche Dunkelheit tat sich vor ihm auf. So dicht und undurchdringlich, dass sie ihn wie ein schweres Gewicht erschlug und er fast den Halt verlor. Hastig ließ er das Gitter wieder auf die Öffnung rutschen, glitt die Leiter hinunter und stieß mit Thalys zusammen. Tolpan? Bist du es? Ich kann nichts sehen. Was ist mit deinem Elfentalent? Es ist plötzlich dunkel. Es ist wie im Düsterwald oder beim Brunnen mit dem Drachen. Keiner sprach. Sie standen zusammengedrängt im Tunnel und oben wartete wissend der Drache auf sie. Was haben wir falsch gemacht? Hat uns Raistlin verraten? Nein. Der Magier mag distanziert, unsympathisch, rätselhaft sein. Aber er war uns stets treu ergeben und zuverlässig. Wir werden nachsehen. Ich weiß, was du denkst. Ich gehe vor. Nein, Tolpan. Die beiden Krieger gehen vor. Aber ich könnte den Drachen verpassen. Ich habe noch nie mit einem Drachen geredet. Ich wette, der Drache hat auch noch nie mit einem Kender geredet. Dir sollte klar sein, hirnloser Kender, dass wir sterben werden. Ich habe Sintanis Stimme gehört. Tot war ich auch noch nicht. Vielleicht kommen wir alle an den gleichen Ort. Falls du dir einbildest, dass ich mein Leben nach dem Tod mit einem Haufen Kender verbringen werde, bist du noch verrückter als Raistlin. Komm! Leiser! Ich versuche es, ja. Wir brauchen Licht. Licht? Gerne. Ein riesiger kreisförmiger Raum mit Gold und Juwelen zeigte sich. In der Mitte ein Altar, auf dem der Drache hockte. In seinen Klauen hielt er Raistlin gefangen, während Bubu wimmernd wie ein Häuflein Elend daneben saß. Der Magier hat uns betrogen. Reist! Nein! Bleib zurück! Oder der Magier wird sein Leben aushauchen. Lass ihn gehen und ich gebe dir mein Leben. Ich werde nicht gegen euch kämpfen. Rühr dich nicht, Magier. Du weißt, dass nur ein Zauber deine Gefährten in Gossenzwergen Leichenfutter verwandelt. Haltet euch bereit. Raistlin bereitet einen Zauber vor. Der Drache würde ihn sofort töten, aber Flusswind und Goldmond hätten eine Chance, die Scheiben zu bergen. Ich weiß nicht, wie ihr bisher meinen Zorn widerstanden habt, aber es ist nun unbedeutend. Jetzt seid ihr hier und bringt zurück, was mir gestohlen wurde. Gib mir den blauen Kristallstab, Frau aus Quesum. Halte ihn hin. Gib mir den Stab, oder der Magier stirbt. Und dann der Halbelf. Dann der Ritter und jeder weitere deiner Gefährten. Lebe wohl, mein Freund. Ich weiß, was ich zu tun habe. Ich werde zu dem Drachen gehen und... Nein, das alles hat keinen Sinn mehr. Ich werde dich aufhalten. Du weißt, das macht keinen Sinn. Halte Flusswind zurück. Er darf mich nicht aufhalten. Flusswind, du musst sie gehen lassen.
Sie hat dir vertraut, jetzt musst du ihr vertrauen. Es ist ihre Schlacht. Ihr verschwendet meine Zeit. Macht euch keine Sorgen. Komm mit mir, Sturm. Versprich mir bei der Ehre von Solamnia, dass du machst, was ich dir sage. Die Ehre ist mein Leben. Ich verschwende meine Kräfte und mein Leben. Wozu? Diesen Idioten aus der Patsche zu helfen. Warum muss ich mich opfern? Du tust es nicht für sie. Du nimmst dieses Opfer nicht für sie auf dich. Es ist, weil du keine Niederlage verkraften kannst. Nichts hat dich je besiegt. Nicht einmal der Tod. Was toll. Arax. Halte ein. Sie wird sich opfern. Lege mir den Stab zu Füßen, zu den anderen Überbleibseln menschlicher Torheit. Was wirst du uns für den wundersamen Stab geben? Was ich euch geben werde? Nichts. Ich verhandle nicht mit Dieben. Es wäre allerdings vorstellbar, dass Lord Verminat an dir Gefallen finden könnte. Ich habe die Scheiben entdeckt. Auf mein Zeichen holst du sie, Ritter. Auf dass mein Mut mit dir gleich sei. Leb wohl, Ritter. Wird's bald? Wir werden uns nicht ergeben. Der Drache brüllte erst vor Zorn, doch dann vor Schmerz. Der Stab funkelte blau, als er den Drachen berührte, und Blitze zuckten über seinen ganzen Leib. Der Drache stieß einen grauenvollen Todesschrei aus. Die Kraft des Stabes verzehrte aber nicht nur den Drachen. Auch Goldmond erlag der Gewalt des blauen Lichts. Bruder, hilf mir schnell, das Buch zu finden. Wen kümmert das jetzt? Mich. Der Drache ist tot. Von ihm ist nur noch ein Ascherhäufchen übrig. Die Decke stürzt ein. Wir müssen hier raus. Die ganze Stadt stürzt zusammen. Das ist eine Todesfalle. Es muss einen anderen Weg nach draußen geben. Henry. Aber nicht gehen ohne hübscher Mann. Hör auf zu plündern, Reißkin! Und bring ihn den Kostensack dazu, uns zu helfen! Oder ich werde dich mit meinen eigenen Händen töten! Hey! Deswegen zu Boden schleudern? Komm, wir gehen! Nein, bitte! Wir werden sonst sterben! Nun gut. Zeig uns den Weg, Buku. Reißkin, leuchte den Weg. Wo ist Flusswind? Dort drüben! Lebt er? Ja! Er rührt sich aber nicht. Ich kümmere mich um ihn. Folgt den anderen. Sturm wird euch führen. Er sagt es nicht, aber du würdest bis zum Tod warten, nicht wahr, Ritter? Da kommt Flusswind mit Thanis! Plötzlich brachen die Wände auf und Ströme von Wassermassen ergossen sich auf den Weg. Was ist geschehen? Ich wollte mit Goldmond sterben. Doch er hat mich gerettet. Eine Steinplatte hat ihn getroffen. Ist er tot? Nein. Ich trage ihn. Nein, ich werde ihn tragen. Schnell, schnell! Stadt stürzt uns auf Kopf! Unsere einzige Chance ist der Aufzug. Das bedeutet Kampf. Ja, verdammt nochmal, wir beide werden die Drakonier bezwingen. Ich werde helfen. Wir brauchen deine Magie nicht. Ohne meinen Bruder ziehe ich nicht in die Schlacht. Los, Tollmann. Du sagst Flint Bescheid. Ihr werdet hier bei Thanis und Flusswind warten. Gib uns ein Zeichen, wenn der Aufzug kommt. Wir haben Glück. Wir bekämpfen sich gegenseitig. Astasak. Sinur.
Kalan Krina. Gut. Einige der Drakonia-Klappen schlafen zusammen. Es sind nur noch 6. Ja! Er ist von Sinn. Er kämpft wie ein Panther. Los, ihr müsst ihm nicht mehr helfen. Die Drakonia fliehen. Tanis ist wach. Alles gut? Gebrochene Rippen. Schnell in den Topf. Wo ist Flusswind? Hier. Er hat dir dein Leben gerettet. Armer Mann. Ich habe sie sterben sehen und ich konnte nichts tun. Wir fahren hoch. Wir sind bald in Sicherheit. Ruh dich aus. Wir haben die Scheiben. Was auch immer sie uns bringen mögen. Hä? Drakonia! Sie wollen auf unseren Topf springen. Das hält der Topf nicht aus. Wir werden zerschmettern. Das ist ihre Absicht. Sie haben Flügel. Trete zurück. Ich habe noch Kraft für einen Zaun. Versteck dich hinter Karamons Schild. Wahnsinn. Du hast absolut dichten Nebel herbeigezaubert. Psst. Können sie nicht sehen. Sie können uns nicht sehen. Sie verschwinden. Ja. Da ist immer noch einer. Hilf mir auf. Heißt, hör auf. Du kannst nichts mehr tun. Du bringst dich um. Hilf! Der verbliebene Drakonia zögerte. Noch immer hörte er die Schreie seiner fallenden Kameraden. Er wusste, dass der Mensch ein Magier war. Der Körper des Menschen schien dem Tod geweiht zu sein. Aber er war von einer starken Aura der Macht umgeben. Der Drakonia warf einen letzten bösartigen Blick auf den Magier und floh. Meistlin lag ohnmächtig in den Armen seines Bruders, als der Topf seine Reise an die Oberfläche vollendet hatte. Der ganze Ort stürzt zusammen. Lauf zurück in den Tempel von Mishakal. Den alten Göttern wieder vertrauen? Lass mich. Gut so, bleib hier liegen. Beschäme dein Holz. Sie zumindest hatte den Mut zu kämpfen. Was fällt dir ein? Er kann ja doch laufen. Kurz nachdem die Gefährten den Tempel erreichten, stürzte Xaxaroth mit gewaltigem Donner in die Tiefe. Das Neumeer hatte Xaxaroth endgültig erobert. Die zerstörte Stadt war nun begraben. Flusswind. Warum senkt ihr alle den Blick? Tanis. Es ist Brauch bei diesen Völkern. Er hat seine Liebe verloren. Dieser Narr will sich umbringen? Nein! Tanis, hör auf dein Menschenherz. Dann verstehst du es. Nein! Nein! Ich kann nicht an euch glauben! Was seid ihr für Götter? Ihr habt die Umwälzung über die Menschen gebracht. Lasst uns in Ruhe! Tanis suchte Flusswind und fand ihn. Lebend. In seinem Schoß lag Goldmond. Ihre Brust hob und senkte sich. Hinter ihnen stand die Statue der Göttin Mishakal, den Stab wieder in ihren Händen haltend. Jetzt bin ich eine wirkliche Klerikerin. Ich habe die Kraft von Mishakal. Jetzt haben wir eine Heilerin, nicht übel. Aber so wie es aussieht, hat die andere Seite diesen Lord Verminat. Ich bin keine Kämpferin, aber ich bringe die Gabe der Heilung in die Welt zurück. Meine Pflicht ist es, die richtige Person zu finden, die das kann und ihr die Scheiben von Mishakal zu geben. Wir müssen hier verschwinden, Tanis. Hört! Die Armeen. Der Krieg hat begonnen.
Die Gefährten flohen in Richtung Westen. Der Plan führte sie nach Solis, wo sie ihre Vorräte auffrischen könnten. Die kleine Bupu folgte treu ihrem hübschen Freund. Erst in der Nacht wagten sie zu pausieren und ein kleines Lagerfeuer zu entzünden. Die meisten schliefen. Flint hielt Wache. Was ist, Kleine? Dich nicht verlassen, mit dir gehen, aber mein Volk, oh, so schrecklich vermissen. Bupu, du bist mir eine gute und wahre Freundin gewesen. Du hast mein Leben und das Leben derer gerettet, die mir etwas bedeuten. Jetzt wirst du zum letzten Mal etwas für mich tun. Geh zurück. Ich muss auf Straßen reisen, die dunkel und gefährlich sind, bevor meine lange Reise beendet ist. Ich kann dich nicht bitten, mit mir zu kommen. Aber du unglücklich ohne mich. Nein, Kleine. Ich bin glücklich, wenn du bei deinem Volk in Sicherheit bist. Meinst du? Das meine ich wirklich. Dann ich gehe. Aber Moment. Ich dir erst Geschenk geben. Das ist nicht nötig. Das Zauberbuch von Fistan Dantilos. Magst du? Ja, Kleine. Wenn ich überhaupt eine Macht habe, Allmächtiger, die sich noch nicht gezeigt hat, dann sorge dafür, dass Bupu gut durch das Leben kommt. Lebe wohl. Was war denn los? Ah, sieht aus, als wärst du dein Tierchen losgeworden. Reistin schaut aber plötzlich ziemlich böse, ob er dich fressen will? Magier. Tarnis, wach auf! Was? Schau zum Horizont. Nein. Nein. Das kann nicht sein. Doch. Solis brennt.